Erweiterung, Professor Stöger, zum Thema Ich und Du in Martin Buber's Schlüsselwerk und das Thema Anregungen für eine christliche bzw. islamische Religionspädagogik. Und nun als abschließender Referat, ich würde Sie einfach bitten, vielleicht aufeinander einzugehen, wie Sie da die Dinge auch so sehen, wie Sie die Bezugspunkte zu Ihren eigenen speziellen Forschungsgebieten und Themengebieten sehen, weil sie doch sehr unterschiedlich sind. Vielleicht gibt es ja auch ja, genau. Wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, dürfen Sie natürlich auch jederzeit einsteigen und fragen und mitdiskutieren. Ja, bitte. Im letzten Vortrag beim Werdegang von uns darauf hingewiesen worden, dass Sie sich zum Kreis von Friedrich Gundolf hingezogen gefühlt haben. Das ist doch etwas sonderbar, denn Friedrich Gundolf gehörte zum Kreis von Stefan George. Und dem ist ja nachweislich so, auch bei Gundolf trifft das zu, dass er eine große Schlagseite Richtung Nationalsozialismus hat. Und ich erinnere das deswegen, weil auch Friedrich Goebbels sich krampfhaft bemüht hat, bei Friedrich Gundolf zu desertieren und klarerweise keine Chance dort hat und dann bei einem jüdischen Zivilprofessor über die Frühromantik Was hat also Ruth Kohn veranlasst, sich an Friedrich Gundolf sozusagen zu wenden? Also ich habe ehrlich gesagt das Mittlere nicht ganz verstanden, weil das Mikrofon weg war. Könnten Sie es noch einmal ganz kurz, aber mit Mikrofon bitte sagen. Friedrich Gundolf gehörte zum Kreis von Stefan George. Beide waren eindeutig sozusagen Richtung Ideengut, elitäres Denken, nationalsozialistisch ausgerichtet. Und was hat Sie als Juden veranlasst, sozusagen den Anschluss an diesen Kreis zu finden? Ich erwähne als negatives Beispiel, Goebbels wollte auch zu diesem Kreis, das ist natürlich völlig untragbar gewesen und müsste schließlich bei einem jüdischen Textprofessor die Frühromantik sein. Ja, also dieser Hinweis stammt natürlich aus der Zeit vor dem Nationalsozialismus. Also das heißt, sie hat dann, sie hat einerseits den Pantheismus, wenn man so sagen kann. Also ich habe es ja auf der Ebene Religion und Religiosität von Ruth Kohn hin gesagt. Ja. Also sie hat lange Zeit ein pantheistisches Weltbild gehabt. Ich denke, das hat sich am Ende, also wie sie nach Deutschland und Europa gekommen ist, noch einmal gewandelt. Und in diesem Zusammenhang war für sie eben Goethe und der Lehrer dort war eben Gundolf, aber sie hat sich politisch mit dieser Frage, also ich habe nichts gefunden, wo sie das kritisch reflektiert hat. Ja, ich denke, das war für sie, also sie hat sich zwar von manchen Menschen, Philosophen abgewandt, die dann mit dem Nationalsozialismus kooperiert haben, ja, aber in diesem Fall nicht. Diese Thematik haben wir ja öfters, zum Beispiel in der Reformpädagogik. Nicht? In der Reformpädagogik haben wir das gleiche Dilemma. Also, dass sich gewisse Bewegungen, denke ich zum Beispiel auch an Berührungspunkte, ohne dass Leute schuldhaft werden, im Zusammenhang mit Punkt Neuland, das lässt sich einfach nicht vermeiden, weil die Zeit so verrückt gespielt hat und die vernünftigsten Leute in unmöglichste Zeiten oft hineingeboren werden. Also man muss da immer sehr differenzieren auch. Was mich bewegt, mündet in die Bitte an alle Referenten, weiterzudenken in meiner Fragestellung. Ich habe bei allen die Faszination verspürt, und das geht mir genauso als Person und als Theologe, die Verdinglichung des Gottesnamens zu überwinden. Und die Freiheit, die ich dann gewinne, zu nutzen, um die Beziehung der Menschen untereinander stark zu machen. Und das ist ein pädagogisch naheliegendes Argument. Was mich als Didaktiker jetzt bewegt ist, wo bleiben die Dinge, die wir notwendigerweise brauchen, um mit Schülern ins Gespräch über Welt zu kommen. Wir können nur mit Dingen handeln. Mit Begegnung als solcher bauen wir keine didaktischen Prozesse. Wie reimt sich das zusammen? Ich kann als Person und als Theologe
an der Reinigung des Gottesnamens viel finden und fühle mich persönlich darin aufgehoben. Als Didaktiker brauche ich die Dinge. Und ich weiß sofort, dass ich damit verdinglich. Ich muss über unsere Gottesverdinglichungen reden. Wir haben ein evangelisches, ein katholisches Gesangbuch. Wir haben Lieder, Bilder, Traditionen in den verschiedensten Varianten. Und damit bin ich noch nicht im Reinen, wie man das jetzt hinkriegt. Ja, also ich habe das nicht so gesehen. Ich habe ja gesagt, dass sogar Martin Buber, obwohl er aus der jüdischen Tradition kommt, durchaus zugestanden hat, dass die Menschen Gott mit Namen anrufen. Und er hat das akzeptiert auch und hat gesagt, wenn die Menschen das machen, weil sie im Gespräch mit Gott sind, dann hat das durchaus seine Berechtigung. Und ich glaube, also gerade wir als Muslime haben ja auch ein striktes Bilderverbot. Ja, wir haben jetzt auch die Religionsbücher gestaltet mit Liedern und so weiter, aber ich glaube, man kann Gott durchaus begegnen, ohne dass man ihn verdinglichen muss. Man kann, und wenn wir über die Namen, also wir haben die 99 Namen Gottes im Islam, von denen einige auch im Koran genannt sind, aber die sind nie als eine Eingrenzung gedacht, sondern das sind einfach Wege, wie man Gott begegnen kann, Wege, wie man in Beziehung auch zu Gott treten kann. Und deswegen habe ich ja auch darauf hingewiesen, dass eigentlich alle Gelehrten bei uns einstimmig der Meinung sind, dass die Namen Gottes unzählbar sind. Ja, dass uns auch nicht alle Namen bekannt sind. Also das gibt es einfach nicht. Und ich glaube schon, dass dieser Punkt, den auch Martin Buber immer wieder anspricht, es geht um die Beziehung. Und in der Beziehung der Menschen untereinander, die am Ende eine Beziehung zu Gott ausdrückt. Und das kann man schon auch im Religionsunterricht vermitteln. Also ich denke schon, dass das möglich ist. Ich bin nicht mehr dazugekommen, aber Rukon löst das durch die Thematisierung. Also hier ist sie ganz nahe an Paulo Freire, der nach generativen Themen sucht. Also nicht nach toten Sachen. Also Rukon schreibt das auch. Also es gibt ein totes Lernen und tote Stoffgebiete und es gibt ein lebendiges Lernen. Und sie ist überzeugt, dass in jeder Tradition, wenn man tief genug fragt und ja, tief genug fragt, etwas Lebendiges ist. Also sie sagt, auch in einer mathematischen Formel, wenn man letztlich den existenziellen Hintergrund sehen kann. Also sie ist gegen diese Es-Stoffvermittlung. Also sie klagt besonders die Universitäten und die Schulen an, dass die, also das Es sozusagen, also wie um Fabriksräume, wie tote Fabriksräume beschreibt sie. Ja, aber dass es eine andere Weise gibt, nämlich wenn man das dialogische Ich, das Wir einer Klasse zum Beispiel, ja, und den Stoffbezug und die Frage, was umgibt uns im Moment, also der Globe, wenn man das in eine Dynamik bringt, dann kann man generative Themen finden. Also Themen, die die Menschen, die da sind, wirklich beschäftigen und einen lebendigen Lernprozess ermöglichen. Und das bezieht sich eben auch letztlich auf theologische Fragen. Ja, noch zu dem... Geht das? Ja, von zur Seite. Noch zu dem Stichwort Rot-Kron und Nationalsozialismus. Die gesamte humanistische Psychologie hat einen Hang zum Pantheismus, so haben Sie es genannt. Ich nenne das ein bisschen anders, ich nenne das, es ist ein ontologisches Konzept der natürlichen Selbstentfaltung. Und das heißt, dieses Konzept spricht vom Wesen, nicht? Das menschliche Wesen oder die Würde gehört zum menschlichen Wesen, das ist auch ein ontologisches Konzept. Und diese Art von Ontologie liegt auch dem Nationalsozialismus zugrunde. Und daher irgendwie die Anklänge. Nur, der Unterschied ist der, dass der Nationalsozialismus bestimmte Eigenschaften ontologisiert hat. Also statt die Würde gehört zum Wesen des Menschen, kommt das jüdische Wesen heraus. Ja? Also da scheinen sich die Geister dann also ganz, ganz strikt. Also das ist für mich so die Frage, wo ist die Nähe, aber wo scheidet sich es auch im Denken, nicht nur im politischen Handeln. Ja? Und übrigens noch zu dem Thema, was Sie angeschnitten haben,
wie weit man das, diese Begegnung sozusagen auch praktisch umsetzen kann oder damit arbeiten kann in der Pädagogik. Ich sehe da auch Grenzen, nämlich weil Buber die Begegnung auch ontologisch versteht. Das heißt, sie ereignet sich. Er sagt, sie ist Geschenk. Ja? Und mit Geschenken kann ich in der Pädagogik als einem absichtlichen Handeln nicht arbeiten. Ich kann darauf hoffen und so, aber ich kann nicht damit arbeiten. Und außerdem sieht er ja auch, dass zwischen Lehrer und Schüler, weibliche Form, das ist mal weg, keine volle Mutualität besteht. Also dieses Ich-Du, wo es sich ereignet, im ontologischen Sinne, macht aus Lehrern und Schülern Freunde. Also, ja, dazu sage ich dann morgen was. Danke. Ja, es waren zwei sehr wichtige Hinweise. Es sind ja auch Indianerphilosophien in der Nazizeit besonders gern missbraucht worden. Und wenn man aus Indianerphilosophien die Spiritualität abzieht, bleibt Blut und Boden übrig. Das ist das eine. Und das zweite, es war auch sehr wichtig, jetzt hinzuweisen von Ihnen, Frau Kollegin, nämlich Martin Buber verweist in seinen Reden über die Erziehung insbesondere immer wieder darauf hin, dass es wohl also dieses Lehrer-Schüler-Lehrer-Verhältnis gibt, aber dass es verschiedene Radien an Verantwortlichkeit gibt und dass man da aufpassen muss, dass man nicht Dinge vermischt. Die Kinder sind eben nicht die kleinen Freunde des Lehrers in diesem Sinne. So sehr sie, so viel jetzt auch ein Lehrer von seinen Schülern lernen kann und umgekehrt, gibt es denn doch diese verschiedenen gezettelten Radien an Verantwortlichkeit. Ganz kurz, es gibt jetzt noch zwei Meldungen und dann noch Sie, drei, und dann würde ich sagen, gehen wir in die Pause, bitte. Ja, für den Hinweis, die letzten bin ich dankbar, dass Sie werden sich bei meinem Vortrag gleich daran erinnert fühlen, auf das läuft es nämlich bei mir hinaus. Auf diese Art, die besondere Art der Beziehung, nur hier im Therapeutischen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Wir haben bei Buber die zwei Ebenen, die sind eben schon angesprochen worden. Er hat ja keine großen Abhandlungen geschrieben über die Beziehung Mensch-Gott, sondern hat immer das Muster des Menschen genommen. Und wenn das gelingt, dann können wir sozusagen den nächsten Schritt machen. Mich erinnert das an Vorstellungen, die in der politischen Theologie entwickelt worden sind. Johann Baptist Metz, Assistent von Rahner und später Professor in Münster, hat mal gesagt, wir brauchen gar nicht vom Himmelreich zu reden, wir brauchen gar nicht nach dem Namen Gottes zu suchen, sondern wir haben als Christen den Auftrag, gegenseitig und bei anderen Menschen das Leid zu verringern. Wenn es uns gelingt, das Leid zu verringern, und erinnert dann daran, dass die Christengeschichte, die christliche Religionsgeschichte eine Leidensgeschichte ist, beziehungsweise auf einer Leidensgeschichte beruft. Wenn es uns gelingt, Leid zu verringern, dann stellen wir sozusagen paradiesische Verhältnisse her. Jeder, der Leid verringert, hat Anteil am Paradies, am irdischen bereits, und jeder, der sich dagegen verfehlt, dem entfällt das Paradies. Und wir können das, was hier über die Ich-Du-Beziehung gesagt worden ist, genau ummünzen auf dieses Leid verringern im Ich-Du-Verhältnis. Ich möchte mich auf ein Element des letzten Vortrages beziehen, der mir sehr gut gefallen hat, wo ich fast in allem einig bin und eben fast. Und deshalb muss ich sagen, dieses Gestalt gibt. Halte ich es richtig? Das Gestaltgebet ist ja von Ihnen in verkürzter Form wiedergegeben worden, nicht? Ein wesentlicher Satz für mich ist ja, ich bin nicht dazu da, deine Erwartungen zu erfüllen und du bist nicht dazu da, meine Erwartungen zu erfüllen. Das ist meine erste Anmerkung. Meine zweite Anmerkung ist, wir sind uns, glaube ich, alle einig, Lebendigkeit bedeutet, wir sind im Werden. Ja? Und die dritte Anmerkung ist die alte Geschichte vom Dornbusch, von dem Brennenden. Ich habe mir von einem hebräischen Rabbi sagen lassen, Gott antwortet, ich werde der sein, der ich sein werde.
also für mich quasi in heutige Sprache übersetzt, ich lasse mich nicht festlegen. Ja, und ich frage mich, ob das nicht ein guter Ansatz im interreligiösen Dialog und im zwischenmenschlichen Dialog grundsätzlich ein guter Ansatz wäre, dass wir aufhören, einander bestimmte Erwartungen überzustülpen, weil dann sind wir in der Vergangenheit und nicht in der Gegenwart und nicht im Lebendigen. Und ich glaube, das ist einer der wesentlichsten Punkte in der Begegnung, die wir heute großteils missachten. Also ich hätte, wenn ich genug Zeit gehabt hätte, also das erste Danke, das ist, stimmt natürlich, ich hätte genau diese Dornbuschzelle noch gehabt. Und zwar, wenn wir in den interreligiösen Dialog gehen, denke ich, dann ist es ja ziemlich einfach über Religion, also about religion, ja, oder vielleicht auch noch from religion zu erzählen. Der eigentlich heikle Punkt ist das in religion. Also wie begegnen wir einander? Nicht? Und Urs von Balthasar hat genau die Moses-Zelle, also die Dornbusch-Zelle gebracht, nicht? Und sagt, es geht darum, den heiligen Boden des jeweils anderen oder der jeweils anderen heilig zu halten und auch nicht zu betreten. Nicht? Also das heißt, was im Grunde zwischen Gott und Mensch geschieht in dieser Metapher, in diesem Bild der Mose-Gott-Begegnung, ist etwas, was in der interreligiösen Inbegegnung auch zwischen uns geschieht. Und die Verletzbarkeit des Menschen im Hinblick auf religiöse Intimität, das können wir bei den Missbrauchsfällen der katholischen Kirche sehen. Ja, also die Verbindung von Sexualität und Religion. Also wenn sich das verbindet und missbraucht wird im Sinne der Aufhebung dieser Intimitätsgrenzen. Und das ist für das Lernen, religiöse Lernen, eine unheimliche Herausforderung. Also gerade wenn es um Kinder geht. Also wie kann ich so in Beziehung unterrichten oder begegnen, dass das möglichst ausgeschlossen ist? Dankeschön. Eine letzte Frage, bitte ja. Kurz halten. Ja, ganz kurz. Ich wollte die Frage des Kollegen Religionspädagogen nochmal aufgreifen. Wie kann man Buber in den Unterricht mit übernehmen, islamisch, christlich und so weiter? Ich glaube, das ist ein echtes Problem und ich wollte Sie fragen, ob Sie meiner möglichen Antwort zustimmen. Ich meine, Buber kann man nicht direkt übersetzen. Man muss das übertragen auf eine doppelte Ebene heben. Das Ereignis des In-Beziehung-Stehens ist ein Ereignis, eine Kundgabe, eine Erfahrung der großen Linien, die erstens im einzelnen Menschen stattfindet, in seinem Inneren, individuell, und die zweitens gar nicht benannt werden soll oder muss, automatisch zur Es-Erfahrung wird, zur Geschichte, wenn man darüber spricht, wenn man es lehren wollte. Daher also mein Vorschlag, lernen wir vom Buber eine Haltung daraus abzuleiten, als Lehrer ein Bewusstsein daraus abzuleiten, dass es primär darum geht, dass ich das aber nicht lehren kann. Ich kann nie im Unterricht im Grunde diese primäre, individuelle und als reines Geschenk erfahrene Ich-Du-Beziehung lehren. Ich muss den Raum, in dem Religion stattfindet, die Form, die äußere Form auch, lehren wie bisher auch. Nur aus einem anderen Bewusstsein heraus. Aus dem Bewusstsein heraus, die Form ist nur der Ausdruck dieser inneren Erfahrung. Die innere Erfahrung ist das Wesentliche, aus diesem Bewusstsein heraus zu lehren, mit den Gegenständen der äußeren Welt, der normalen Curricula umzugehen, glaube ich, würde den Unterricht verändern. Ja, also ich möchte dir gerne recht geben, weil ich glaube auch, es hätte keinen Sinn, wenn man alle Mütter verpflichten würde, Erziehungswissenschaften zu studieren, bevor sie also Kinder auf die Welt bringen. Diesbezüglich hast du recht. Einerseits und andererseits fachimmanent gedacht,
darf es, muss es seine Richtigkeit haben, Grund-Setzliches auch zu betrachten. Und da ist ein mehrfach jetzt schon ein wichtiges Grundwort gefallen, nämlich das der generativen Themen. Ich glaube, dass zum Beispiel Wartezimmer von Kinderärzten ideale Orte sind für generative Themen, wo also nicht über Gott und die Welt, sondern über die Krankheit der Kinder gesprochen wird. Und wenn dann nebenbei vielleicht auch noch Interesse ist, was kochst du, was vielleicht sogar was betest du, herauskommt, dann ja, dann kommt es heraus. Und wenn nicht, hat man ja trotzdem sich gut unterhalten. Ich glaube, dass beim interreligiösen Dialog, das Intra möchte ich, haben wir ohnehin öfters schon betont, es wichtig ist, dass wir mehr und mehr zu generativen Themen kommen. Ich glaube, dass das vielleicht auch Sie ein bisschen gemeint haben. Es geht nicht um die Wahrheit, aber es geht um die Wahrhaftigkeit. Es geht nicht um Dogmen, aber es geht um Grundhaltungen. Und da glaube ich, dass das, was du, Peter, gesagt hast und was Sie, lieber Herr Kollege, gesagt haben, durchaus kompatibel ist. Vielen Dank für die rege Diskussion. Wir sind leider ein bisschen über die Zeit, sonst könnten wir noch lange weiter diskutieren, solange wir es noch schaffen. Wir machen jetzt eine Pause. Es gibt draußen wieder Getränke und Kaffee zum Wachwerden. Und wir werden auch hier lüften, damit wir dann voller Elan in das nächste Panel reingehen. Um 16.30 Uhr, relativ pünktlich, werden wir weitermachen. Dankeschön. Danke.